Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Absturz sorgt Assassin's Creed Origins. Ja, Schlag auf Schlag geht es hier weiter mit den Folgen, da dieses Assassin's Creed auch ein bisschen umfangreicher ist als die älteren Teile, die ihr ja sicherlich alle kennt, wenn ihr dieses Let's Play schaut. Wenn nicht, empfehle ich euch definitiv, da mal reinzuschauen. Wir sind hier immer noch am Tempel des Amun, wo wir ja in der letzten Folge jemanden bestialisch ermordet haben. Und natürlich auch ein Stück weit in unsere Erinnerungen zurückgeworfen wurden, denn es war nicht nur Mord, sondern auch unsere persönliche Rache für den Mord an unserem Sohn, beziehungsweise hier an Bayeks Sohn. Und heute habe ich gedacht, wir räumen hier ein bisschen mal die Oase auf, denn es sind mir hier viel zu viele Wachen etc. unterwegs und von daher lassen wir uns davon auch nicht irritieren. Oh, hier sind Ja. Ich verstehe dich nicht, mein Freund. So, wie gesagt, hier sind mir ein paar zu viele Leute unterwegs. Und das dort sind auch zu viele. Oh, ich wurde gesehen. Alles klar. So. Tja, schade, vorbei, mein Freund. Ah! Alles klar. Dann sucht ihr mich mal. Und entkommen. Ja, wie komme ich auf die Idee, heute mal hier ein bisschen aufzuräumen? Ganz einfach. Ich brauche einen Händler, um erstmal den ganzen Kram zu verscharren, den wir hier haben. Und jetzt holen wir erstmal unseren Fangzahn, denn da weiß ich jetzt mittlerweile auch, wie das Ganze funktioniert. Yeah. Schaut ihn euch an. Darum heißt der Fangzahn. Einfach nur mega cool, ein legendäres Pferd zu besitzen hier. Dank der Deluxe-Edition, muss ich dazu ja sagen. Neuer Ort entdeckt, Haus des Lebens. Ja, würde ich eigentlich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an. Erstmal schauen, ob es hier was Tolles gibt. Angeblich gibt es hier eine Schriftrolle, die wir unbedingt lesen müssen. Ihr seht es oben auf der Karte. Okay, hier rein geht es wahrscheinlich dann nur über die Wand. Finde das Papyrus-Rätsel. Ja, gibt es hier jetzt Feinde oder sind das alles Freunde? Weil ich bin ja hier der Magi. Okay, wir machen erstmal ein bisschen runter. Und gehen in Deckung, ehe wir hier nicht wissen, ob das hier freundlich oder feindlich ist. Munition ist voll. Munition ist voll. Wie gesagt, ich hätte gerne das Papyrus-Rätsel gefunden. Oh, tut mir leid, Großer. Alles gut. Was haben wir denn hier? Komm und finde mich in Siva, am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. In Siva, die einzige Schale, die groß genug für einen Gott ist. Tja. Und da würde ich sagen, setzen wir doch einfach mal unseren kleinen Adler ein. Halten wir hier mal aus. Schau, die große Schale. Täuscht das oder denkt ihr auch, das ist eher der See? Dass wir hierher müssen? Okay, markiert.
Das sah mir jetzt eher aus wie eine Schale. Aber groß genug für einen Gott ist es definitiv. Alles klar. So, da wollten wir hier nur ein bisschen aufräumen. Und zack, das nächste Rätsel. Ach, und hier hätten wir auch reingekonnt. Tag, junge Frau. Ja, so sehe ich nun mal aus. Auch im richtigen Leben. Fangt's an? Du bist ein tolles Tier. Ach, da liegt er noch und stinkt. Okay, wenn wir jetzt hier reinspringen, müssen wir natürlich sicher gehen, dass wir wieder rauskommen. Tatsächlich! Sichelschwert! Trophäe erhalten! Ja, das ist doch einwandfrei. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Fähigkeiten! Wir können wieder Fähigkeitspunkte verteilen. Ich würde sagen... Adlerangriff ist geil. Das wollten wir ja sowieso machen. Handelsvertreter. Verwesungsgift. Wie geil ist das denn? Habt ihr es euch durchgelesen? Drücke L3, um diese Substanz bei einer Leiche einzusetzen, damit sie schneller verwest und Gegner in der Nähe ansteckt. War die Brandbombe auch sehr geil. Okay, einen Fertigkeitspunkt haben wir leider nur. Wehre im Schildmodus gegnerische Angriffe ab, indem du auf Kreis drückst. Okay. Ich nehme die Brandbombe. Die sieht gut aus. So, ja, hier hatten wir die Papyrusrolle. Und dann Ausrüstung und schauen wir mal, was wir da Tolles bekommen haben. Plus 4, Harpe des Perseus oder der Reißzahn plus 2. Es ist ein seltenes Sichelschwert und plus 4. Das heißt, jetzt haben wir das Stärkste. Genau. Okay, ein und frei. Dann haben wir noch hier bei Schild noch was. Ja, schartiger Schild und Metallschild. Bringt nicht viel. So, Distanzwaffe haben wir eine neue. Das Kronjuwel. Stufe 3. Haben wir ausgerüstet, ja. Oder hier eben diesen Korben. Gut, dann war es das hier auch schon. Sehr geil. Erstes Rätsel gelöst, das Papyrus-Rätsel. War jetzt auch nicht sonderlich schwer. Und ich kann jetzt Brandbomben ausrüsten. Gut, aber jetzt will ich erstmal schauen, wohin... Achso, kann ich hier nicht. Ha. Ich geh mal in Deckung. Och. Hey. Wen greife ich denn jetzt an? Wer ist denn jetzt der Bösewicht hier? Der hier. Hört auf, so feige hier mit eurem Bogen rumzuschießen. Geht's noch, oder was? Gerade Munition wieder aufgefüllt und dann kommen solche Idioten hier vorbeigeritten. Ja, das ist mir zu gefährlich. Jetzt wisst ihr auch, warum ich hier erstmal aufräumen wollte. Okay, das sind Schlafpfeile. Brandbomben kann ich noch nicht herstellen, okay? So. Fangt's an, komm her.
Wir machen mal woanders hin. Also mir macht das Spiel richtig Spaß. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich werde hier von allen Seiten gejagt, warum auch immer. Ist das etwa dieser... Ist das Bayek? Ja, das bin ich. Ja. Ihr habt alle recht, ihr habt alle recht. Oh. Fangzahl, können wir hier springen? Ja, du bist ein tolles Pferd. Ach, hier geht's nicht, okay. So. Nicht verfolgte Quests in der Nähe. Okay, alles klar. Aber wisst ihr, was ich erstmal verfolge? Erstens gibt es hier mit Sicherheit was zu holen. Und zweitens würde ich gerne mal synchronisieren, damit wir überhaupt wissen, wo wir hier sind. Das haben wir ja immer noch nicht gemacht. Wir sind sofort in die Mission gestürzt und ganz vergessen, die Gegend erstmal zu erkunden. Natürlich wieder mega geil. Oh, ich genieße das. Ich bin da immer ein bisschen ruhig. Schnellreise, ja, freigeschalten. Brauchen wir aber nicht, dank Fangzahn. Zack. Okay, dann wollten wir nochmal schauen. Oben auf dem Dach. Genau das habe ich gesucht. Wir haben ja ein bisschen was verschossen. Und jetzt ist die Munition auch wieder voll. Okay, mehr war jetzt hier nicht. So, Fangzahn, jawohl, mein Freund. Sehr geil. Du darfst alles kaputt machen. Aber warte kurz. Ach so, das sind auch nur hier Bögen. Die haben wir ja. Alles klar. Gut, jetzt brauchen wir dann auch bald mal einen Händler. Das Eisenschmieden ist eine Nebenquest. Hier ist ein Weber. Somalia 99 ist dort. Ah, okay. Das sind so Screenshots von Mitspielern, die kann man hier hochladen. Okay, Ort markiert. Wie gesagt, zuallererst schauen, wo wir hier sind. Dort hoch müssen wir. Wer ist das Oberhaupt zurückgekehrt? Amun Re, sei Dank. Bayek ist Bayek. Die Warte zurückgekehrt. Unser Magi. Du bist ja. Zurück. Ja, ich bin wieder da. Ptolemäus. Er hat uns allen großes Leid gebracht. Das ist also dieser Kindkaiser. Okay, ich dachte jetzt, ich kann hier so ganz cool drüber springen. Alles klar. Fangzahn, du wartest hier. Und das hier ist Sperrgebiet. Aber nicht für mich. Töte den Hauptmann. Ja, machen wir gleich alles. Wie gesagt, erstmal will ich jetzt hier hoch. Das nachholen, was ich in den ersten 8 Folgen, glaube ich, vergessen habe. 7 oder 8 Folgen. Nämlich das Synchronisieren. Ist übrigens auch eine Spezialität von Ubisoft geworden, das Ganze einzubauen, denn nicht nur bei Assassin's Creed gibt es die Synchros, sondern auch bei Far Cry. Und ich freue mich ja sehr auf Far Cry 5,
was dann im Februar, spätestens oder im Januar, ich weiß es nicht ganz genau, wenn ihr es wisst, könnt ihr es nochmal schreiben, dann erscheint, ich dachte im Januar. So, und das ist die nächste Synchro. Ah, der Steinkreis. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Ihr seht ihn da hinten. Gut. Okay, Todessprung. Pam. Okay, steht je Lager. Kann sein, dass wir hier sterben, weil ihr seht's oben schon. Das ist blutrot. Die sind ja alle ein bisschen stärker als ich. Okay. Zwei Wachen am Tor. Da dürfte aber nichts passieren. Hier oben hampelt einer rum. Ist das nur einer? Das sind zwei. Ach Mensch, Bayek. Dem ersten konnte ich ausweichen. Lass dein Schild stecken, Freundchen. Okay, der wollte Brandpfeile nach mir schießen, auf mich. Was für ein Arschloch. So, Falle ist gelegt. Der hier unten sieht ein bisschen stärker aus. Den werde ich mir... Obwohl, nee. Aber den kann ich mir trotzdem mit einem Luftattentat holen. Okay, hier läuft noch einer. Der geht jetzt hier oben schauen. Jetzt hat der da oben mich verfetzt, ehrlich? Hau mal nicht ab hier. Kleine Ratte. Da steht ein großer, böser, schwarzer Mann. Der sich gerade umdreht. Und da ist noch einer. Wenn der weg ist, schnappen wir uns erstmal den hier. Ein Doppelschwert, sehr geil. Und da ist der Hauptmann, oder? Ist das eine normale Wache? Die zwei befinden sich aber außerhalb vom Lager und der Schatz muss irgendwie hier im Lager sein. Hier steht einer. Zu leise für ihn. Hat sich allerdings in meine Richtung gedreht. Da seht ihr das Blaue dort leuchten. Das ist der Schatz, den ich plündern soll. Da
der kleine Wicht sich ja nicht mehr nach vorne dreht, schnappen wir uns hier von der Seite. Hier kommen wir ein bisschen näher ran. So, mein Freund. Und fertig. Das Schädje-Lager haben wir eingenommen. Hier liegt noch was Lustiges. Liebste Muttis, es ist wichtig, dass wir unsere Stellung in Siva halten, sonst werden sie sich unsere Köpfe holen. Ich liebe dich mit jeder Faser meines K. Jedoch kann keine Opfergabe und kein Gebet den Willen eines Kriegers ersetzen. Durch den Kampf sprechen wir zu den Göttern. Alles klar, meine Freunde. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ja, noch ein paar Dinger hier. Gut, ist wahrscheinlich auch alles hier drin. Gut, damit haben wir das Lager auch eingenommen und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann langsam mal wieder um eine Mission. Denn nun wissen wir ja immerhin auch, wo wir hier sind. Also, dran geblieben, reingehauen. Ich versuche noch zurück nach Siva zu kommen und meine Munition aufzufüllen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Liebe Grüße, bis dahin dann, euer Rob. Du magst kein König sein, Bajek, aber du wirst Geschichte schreiben.